Herzlich willkommen, Fantastic und Ile, Juanse, Lea, Lina, Marie und Nora. Genau, last but not least, ich werde euch versprechen, alle Eltern werden uns danach lieben. Wir sind Fantastic. Einfach fantastisch! Das hat super geklappt, danke. Ein Geschwister, ein Bruder, eine Schwester hat sich melden, weil ihr kennt es ganz sicherlich, dass ihr euch streitet, wer öfters den Müll rausbringt oder die Geschirrspülmaschine ausräumt. Wir haben die perfekte Lösung für euch. Ganz genau, wir haben ein kompetitives Spiel programmiert, einfach um diese Streitigkeiten bezüglich Haushaltsaufgaben ein bisschen zu vermeiden. Genau, der Administrator kann eine Familie erstellen, auch die Task da eingeben. Genau, und man sammelt Punkte, um Jokers zu kaufen. Mit einem Joker kannst du einfach eine Aufgabe einfach an eine andere Person weitergeben. Wir dachten, wenn das Spiel so kompetitiv ist, ich glaube, man hat mehr Lust drauf, es einfach macht mehr Spaß. Das ist unser Logo, by the way, auch von uns designt. Genau. Genau, Juanse, was haben wir eigentlich dafür benutzt? Ja, also erstmal, das ist eine ganz tolle Idee. Das Ding dabei ist halt, jetzt diese Idee umzusetzen. Dafür haben wir uns halt wirklich in kleine Gruppen aufgeteilt oder ja, halt eben entschieden, wer was jetzt macht, um das auch am Ende zusammenfügen zu können. Und zwar erstmal für den Frontend, was auch hier, glaube ich, schon gut erklärt wurde, was es ist, haben wir halt HTML, JavaScript und CSS benutzt für die jeweiligen halt Funktionen. Und für den Server halt, da wo die Daten halt gespeichert werden, wo die Aktivitäten, die man machen muss, auch gespeichert werden, haben wir halt eine MySQL-Datenbank genutzt und halt auch JavaScript für den Server halt benutzt, damit es auch, damit man sich mit der Datenbank auch kommunizieren kann. Dabei gab es halt natürlich auch Probleme, aber ja, von denen reden wir später. Jetzt sehen wir erstmal so eine Live-Demo, die wir hier vorbereitet haben. Ich muss einmal ganz kurz von der Präsentation raus. Das zeigt euch jetzt Lina. Das ist gemietet. Ja, einmal zeigen wir euch, wie das Spiel genau funktioniert. Und zwar einmal muss man, also am Anfang muss man sich erstmal registrieren und entweder gründet man eine ganz neue Familie, also als Familiengründer, oder man kann sich auch an einer Gruppe teilnehmen, also quasi an einer Familie. Und wir melden uns mal mit einem Testprofil an. Wir haben auch implementiert, dass man einfach ein Geburtsdatum eingeben kann. Dann hat man halt dann seinen Geburtstag frei und muss keine Aufgaben machen. Genau. Wenn man sich hier anmeldet, dann sieht man direkt unsere Website. Das sieht ein bisschen leer aus, aber wenn man jetzt zu den Aufgaben geht, dann hat man quasi alle Aufgaben, die man heute noch erledigen muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Müll rausbringt, kann man hier abpacken und das geht quasi weg und dann kann man die Punkte sammeln. Und das Tolle an diesem Spiel ist, dass man mit den Punkten auch diese Jokers kaufen kann. Wenn man sich zum Beispiel, wenn man einen Joker für 100 Diamanten kauft, dann hat man einen Tag frei von Haushaltsaufgaben, eben 2 Tage oder 5 Tage. Und den letzten Joker haben wir uns überlegt, ob wir das machen oder nicht, weil da kann man an jemand anderen die Haushaltsaufgaben so komplett weitergeben. Wir hoffen nur, dass da kein ein neuer Streit entsteht. Ja, das machen wir einmal mit der nächsten Folie weiter. Natürlich gab es auch viele Herausforderungen, zum Beispiel wir hatten nicht so viele, also die meisten von uns hatten nicht so viele Skills im Programmieren, HTML, wir wussten nicht wirklich, dass das ist, aber Juansis Crashkurs für eine Stunde hat uns sehr viel beigebracht, also danke nochmal an ihn. Und mit der Präsentation wurde es dann nach 7 Stunden Arbeit, die sich plötzlich irgendwann einfach so gelöscht hat und wir mussten komplett von neu anfangen, das war dann nicht so toll. Aber durch den Zeitdruck
hat es ein bisschen schwerer gemacht. In 2 Tagen eine ganze Website oder eine ganze App zu erstellen, ist ja ein bisschen kompliziert. Deswegen hatten wir eigentlich noch mehr Ideen und sowas. Aber durch den Herausforderungen haben wir auch sehr viel gelernt und das sagt Marie jetzt. Also wir haben, zum Glück hatten wir Juanzi in unserer Gruppe, weil er hat uns am Anfang einen Crashkurs in HTML, CSS und JavaScript gegeben, auf dem wir dann auch die Website aufgebaut haben. Wir haben gelernt, dass man alles speichern sollte, weil, ja, dass immer die Teamarbeit wichtig ist, weil wenn man alleine arbeitet, dann macht jeder für sich und das macht dann auch keinen Spaß und es ist viel zu viel Arbeit dann auch. Und ohne Struktur ist auch kein Projekt da, weil jedes Projekt hat irgendeine Struktur. So, was fanden wir besonders cool? Auf jeden Fall die Snacks waren total der Lifesaver, ehrlich gesagt. Auch diese Gummibärchen. Es gab so Regenbogen, vegane Gummibärchen, die waren so krass. Die Mentees natürlich, nochmal vielen, vielen Dank an alle und Special Thanks an unsere Mentees. Da ist Lisa, Franzi und Max, sehe ich gerade nicht. Aber also oh, trotzdem schade. Vielen, vielen Dank, dass ihr die ganze Zeit bei uns wart, wirklich. Natürlich die Musik. Juanzi und ich sind Latinos und wir haben uns, wir haben einfach wirklich stundenlang Latino-Musik gehört. Es hat uns einfach sehr motiviert, hat irgendwie Stimmung gebracht und einfach gute Laune. Und natürlich allerwichtigste, die Gruppe. Ich glaube, wir haben alle mega gut zusammengearbeitet. Wirklich so eine schöne Gruppe, einfach so schöne Connections. Wir hatten gar keinen Streit. Alle haben dazu was gemacht. Alle haben ihre Skills hier reingebracht. Und das war echt, echt cool mit euch. Nochmal ein Applaus für die Gruppe erstmal, also für uns. Hey. Wie gesagt, hatten wir eigentlich auch weitere Ideen, die wir dann leider nicht umsetzen konnten, weil wegen dem Zeitdruck und so. Wir hatten eigentlich vor, dass wir Bestrafungen einbauen. Das heißt, zum Beispiel, wenn man einen neuen Hund bekommt und man muss den jeden Tag bis 15 Uhr rausbringen, sonst pisst er auf den Teppich oder so. Und da muss man natürlich, wenn man das nicht gemacht hat bis 15 Uhr, muss man dann zum Beispiel, ich weiß nicht, noch mehr 2 Aufgaben dazu bekommen oder... Achso, sorry, ja, Minuspunkte. Ja, man bekommt Minuspunkte, wenn man das nicht gemacht hat. Und wir hatten eigentlich auch vor, zu jeder Task so, dass man die Punkte selbst verteilen kann. Zum Beispiel Geschirrspüler ausspülen, rausbringen. Ja, kostet zum Beispiel nur so 5 Punkte, aber eine andere Aufgabe kostet 10 Punkte. Eigentlich hatten wir es auch vor. Genau, auch einfach halt viel an mit den Jokers, also dass es verschiedene Jokers gibt. Das kann man halt noch viel, viel mehr erweitern. Wir wollten auch Avatars machen, also dass man so einen kleinen Avatar hat und einfach diese Profiländerung. Aber naja, 3 Tage ist jetzt nicht so krass, um so eine krasse Website zu machen. Aber ich glaube, wir haben schon einen guten Job gemacht eigentlich. Nochmal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind fantastic. Ich glaube, ihr habt auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Ich glaube, es ist gar kein Zweifel dran. Richtig krass, auch dass ihr einfach eine funktionierende Website hat, wo man irgendwie rumklicken kann. Ich habe auch als Teilnehmerin 3 Jahre bei Jugendhack mitgemacht und ich hatte, glaube ich, sehr selten am Ende irgendwas, wo man wirklich rumklicken konnte. Also größten Respekt an euch. Was habt ihr denn bei Jugendhack gemacht, was ihr vorher noch nie gemacht habt? Gab es irgendwas, das ihr zum allerersten Mal ausprobiert habt? Ja, also bei mir war das tatsächlich so, ich habe eher Erfahrungen jetzt mit Datenbanken und mit PHP als Sprache und kannte mich damit schon aus. Allerdings hatten wir halt hier nicht so viel Zeit und daher habe ich mich halt entschieden, den Backend anders zu designen, wobei ich halt auch sämtliche Probleme hatte und musste dann also quasi mir nochmal selber beibringen, wie ich das auf eine andere Art und Weise mache und vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher. Und es hat mir sehr viel Zeit gekostet, aber ja, also hat am Ende noch funktioniert und ja. Und der Rest, wie war es bei euch? Genau, also die Sache ist, ich glaube, Juanzi war jetzt der am meisten wusste und der hat uns auch alle was beigebracht. Wie gesagt, er hat auch so ein kleines HTML-Kurs, Crash-Kurs gemacht, was ich ganz süß fand, weil er hat sich wirklich die Zeit genommen, es uns zu erklären. Genau, immer alles speichern, bitte. Also ich habe 4 Stunden lang an diese Präsentation gearbeitet, alles designt, alles schön und auf einmal war die weg. Und das war,
Aber genau, also ich glaube halt einfach, alle haben jetzt ein bisschen vom Webdesign gelernt und ehrlich gesagt, die Website sah jetzt ganz gut aus, die funktioniert auch, man kann da drum klicken. Und ja, haben wir irgendwelche Elternteile überzeugt? Einfach Hände hoch, will ich nur sehen. Ja, okay, okay, yes. Dankeschön. Das Mikro wurde noch weitergegeben. Wolltest du doch was sagen? Genau, also ich schließe mich nur unserer Gruppe an. Ich habe so viel gelernt, was an Programmieren, also Programmieren angeht. Und ja, also das war mein großes erstes Projekt, wo ich mit so vielen anderen Jugendlichen an so einem großen Projekt gearbeitet habe. Ja, aber es war so tolle Zeit und habe auch sehr viel mitgenommen, würde ich sagen. Das ist doch. Darf ich wieder reden?